Die Täter sind offensichtlich, das haben Sie auch gesehen, durch ein Fenster in Richtung des Schlossplatzes eingedrungen, haben dort das Gitter durchtrennt und dann die Scheibe eingeschlagen und sind zielgerichtet auf eine Vitrine zugegangen. Diese haben sie dann zertrümmert. Wir bringen momentan in Zusammenhang ein Brandgeschehen, was der Präsident Kubiesa schon gesagt hat, ein Brandgeschehen hier direkt am Theaterplatz. Dort ist ein Elektroverteiler in Brand geraten. Die Brandursachenermittler prüfen zurzeit, ob das ein technischer Defekt ist oder tatsächlich angezündet worden ist und wie weit hier ein Tatzusammenhang bestehen könnte. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie schockiert wir sind, auch von dieser Brutalität des Einbruchs. Meine Rolle ist hier nochmal zu beschreiben, dass es sich hier, wie Sie alle wissen, um einen unschätzbaren kunsthistorischen und kulturhistorischen Wert handelt.